Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play aus dem Hause Amusement Gaming mit dem lieben Eni. Wir spielen diesmal Mass Effect. Das Ganze ist eine Trilogie. Das heißt, wir werden später natürlich auch noch Teil 2 und 3 spielen. Ein Sci-Fi-Rollenspiel kann man es so, glaube ich, ganz gut nennen. Ja, Third-Person-Shooter, wie auch immer. Also das werden wir alles sehen. Wir fliegen so ein bisschen durchs Weltall. Wie das ganze Spiel dann funktioniert, das sehen wir dann später noch. Das werde ich auch später nochmal erklären, so ein bisschen. Teil 1 habe ich allerdings noch nie gespielt. Ja, Schande über mich. Ich bin absoluter Mass Effect-Fan. Also es ist die Story, die hat mich so gepackt früher. Und ich habe leider nur Teil 2 und 3 gespielt. Weil ich leider verkehrt rum angefangen habe und dann später einfach keine Lust mehr hatte, dann auch noch Teil 1 zu spielen, nachdem ich das ganze Ende und alles schon kannte. Aber im Zuge der Vollständigkeit halber und weil ich es schon lange, lange vorhab, spielen wir natürlich jetzt auch noch Teil 1. Ja, eigentlich würde man jetzt vermuten, dass hier Banished steht. Also als kleines Vorwort noch. Aber Banished war mir mittlerweile einfach so langweilig. Ich habe absolut keinen Bock mehr darauf, jetzt jedes Mal nur noch auf Rohstoffe warten zu müssen, damit ich mir da was kaufen kann. Ach, nee. Deswegen habe ich das Banished Let's Play erstmal, naja, eingefroren, kann man sagen. Wenn ich Zeit habe oder wenn ich Lust habe oder wie auch immer. Werde ich es vielleicht nochmal weiterführen, werde ich es vielleicht noch zu Ende führen. Vorerst habe ich auf jeden Fall gedacht, ich starte lieber mal ein neues Projekt, was mir auch mehr Spaß macht. Weil darauf kommt es ja an, es soll mir ja Spaß machen. Und euch auch, natürlich. Deswegen fangen wir jetzt mit Mass Effect an. Und vielleicht auch irgendwann nochmal mit Banished. Naja. So, Mass Effect 1 von 2008. Ich habe mir das Spiel über Origin gekauft. Vor 3 Tagen. Und wollte eigentlich auch schon vor 3 Tagen anfangen mit der Aufnahme. Dann wäre das Ganze jetzt auch schon längst draußen. Aber leider wollte Origin oder EA, wie auch immer, wollte das anscheinend nicht, weil das Spiel hat erst nach 5 Stunden und dem lieben EA-Support dann endlich mal funktioniert. Es wollte nämlich einfach nicht anspringen. Das Ganze lag dann daran, dass Origin mir anscheinend einen alten Produktcode verkauft hat. Das ist anscheinend ein Problem bei dem Spiel, weil es halt schon was älter ist. Aber naja, 5-6 Stunden hat es gedauert, dann lief es endlich und jetzt kann ich es auch endlich mal spielen. Aber genug der vielen Worte, wir schweben jetzt mal kurz ins Menü. Und da sind wir auch schon. So, Optionen habe ich alles schon eingestellt. Grafisch muss man natürlich sagen, wie schon gesagt, das Spiel ist etwas älter. Das ist jetzt keine Next Generation, also Mass Effect 3 wird da wesentlich besser aussehen. Nur, naja, jetzt müssen wir halt erstmal da durch. Ich weiß noch nicht, wie es aussieht, ich habe es noch nie gestartet. Das wird vielleicht das erste Mal sein. Des Allianz Militärs. Geheime Informationen angefordert. Huch, da habe ich gerade überquatscht, glaube ich. Naja, auf jeden Fall werden gerade geheime Informationen über uns angefordert. Wir verbinden uns jetzt mal. Sichere Verbindung wird aufgebaut. Sichere Verbindung bestätigt. Das ist super. So. Aufgrund ihres geheimen N7-Status oder N7, wie auch immer, sind die ID-Daten nicht vollständig. Bitte bestätigen Sie Ihre ID gemäß der unten stehenden Aufzeichnungen oder registrieren Sie sich manuell. Das bedeutet, entweder wir nehmen jetzt einfach John Shepard und spielen John Shepard, also die normale Standardfigur aus dem Spiel selbst, oder wir machen eine neue ID, geben einen neuen Namen ein und geben dem eine eigene Vorgeschichte. Kann man dann einfach so entscheiden. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, jetzt einfach irgendwie einen 0815-Charakter zu spielen. Deswegen geben wir mal eine neue ID ein. Ich denke halt über einen Namen nach. Individuell natürlich. Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu Ihrem Profil zu erhalten. So, John Shepard, der normale Name. Shepard kann man nicht ändern. Shepard ist natürlich der naja, Eigencharaktername, der muss bleiben. Weil die Leute ihn ja auch so anreden im Spiel. Ach Gott, wie nennen wir ihn denn? Eni klingt so merkwürdig. Ansonsten würde es natürlich Eni sein, das ist ganz klar.
Puh. Ich bin in sowas wirklich extrem schlecht. John ist ein echt 0815-Name irgendwo. Ich hab einen super Namen. Sheldon Shepard, das klingt doch super. Sheldon natürlich. Naja, also wer Sheldon nicht kennt, den bräuchte ich das auch nicht erklären. So, wir senden. Und dechiffrieren und Benutzernamen bestätigen und jetzt gleich. Ach ja, jetzt bricht alles zusammen. Dateien entdeckt. Ich finde dieses Menü immer ganz klasse. Das ist irgendwie in jedem Mass Effect-Teil so. Bitte stellen Sie Ihr Profil wieder her. Dass man hier diese Profile erstmal erstellen muss. Und das wirklich nicht einfach so ein Charakter sich erstellt, sondern Zeit man hier wirklich durch so eine. Bestätigen. Hoppala. Durch so ein Interface kämpfen muss. Man seine Daten eingeben muss. So, jetzt machen wir eine Vorgeschichte für unseren Charakter. Die suchen wir natürlich auch aus. Mass Effect ist sehr darauf basiert, was für Entscheidungen man trifft und was für eine Vorgeschichte wir überhaupt haben, wer wir überhaupt sind und welche Eigenschaften wir überhaupt mitbringen. Das verändert, das wirkt sehr stark auf die Geschichte, das verändert sich sehr stark. Also, was machen wir denn? Ihre beiden Eltern waren beim Allianzmilitär. Sie verbrachten ihre Kindheit an Bord von Schiffen und Stationen und verblieben dabei nie lang an einem Ort, da ihre Eltern häufig versetzt wurden. Im Alter von 18 Jahren traten sie in die Fußstapfen ihrer Eltern und verpflichteten sich fürs Militär. Oder der Kolonist? Sie sind auf Mindoir geboren und aufgewachsen, einer kleinen Kolonie am Rand der Attika... Was? Traverse? Als sie 16 Jahre alt waren, überfielen Sklavenjäger Mindoir und töteten, oder Mindoir, keine Ahnung, und töteten ihre Familie und Freunde. Sie wurden von einer Allianzpatrouille gerettet. Ein paar Jahre später verpflichten sie sich selbst zum Allianzmilitär. Oder wir sind natürlich ganz normal von der Erde. Als Waise sind sie auf den Straßen der riesigen Erdmetropolen groß geworden. Sie konnten dem Leben im Umfeld der Kleinkriminalität und der Straßengangs entfliehen, indem sie sich mit 18 Jahren zum Allianz-Militärdienst gemeldet haben. Puh, welche sind wir denn? Von der Erde würde natürlich zu uns passen. Ich bin zufälligerweise auch von der Erde. Kann man durchaus so sagen. Von der Poltrone. Das klingt so nach, weiß ich nicht, nach Nebencharakter irgendwo. Wie so gerettet worden, bla. Und das ist so ein... Naja, ich mach mal von der Erde. Ja, wir sind ein harter Bursche. Wir sind geflohen als Kind. Wir sind hier... Psychologisches Profil bestätigen. Ja, genau. Psychologisches Profil. Oh Gott, so viel zu lesen schon wieder. Während ihrer Dienstzeit wurden sie auf eine Mission geschickt, die auf schreckliche Weise scheiterte. Sie befanden sich in einer extremen lebensbedrohlichen Situation und erlitten körperlichen wie seelische Qualen, an denen die meisten Menschen zerbrochen wären, aber sie überlebten, ertrugen alles, woran andere zerbrachen, und jetzt sind nur noch sie übrig, um davon zu erzählen. Da fällt mir gerade auf, diese Vorgeschichten sind in allen drei Teilen natürlich gleich. Das heißt, ich glaube, wir können später auch den Charakter importieren. Das heißt, diese Vorgeschichte bleibt immer dieselbe. Deswegen, ne? Also, sehr wichtig, was wir hier überhaupt angeben. Zu Beginn ihrer Karriere sahen sie sich eines Tages einer überwältigenden feindlichen Streitkraft gegenüber. Sie setzten ihr eigenes Leben aufs Spiel, um ihre Kameraden zu retten und den Feind trotz aller Widrigkeiten zu besiegen. Ihre Tapferkeit und ihr Heldenmut brachten ihnen zahlreiche Medaillen und Anerkennung seitens der Allianzflotte ein. Naja, Kriegsheld, also, nochmal kurz zum Vorwort. Ich habe nicht vor, hier den Hau drauf, keine Ahnung, Bad Boy zu spielen, sondern den Good Guy eher. Auch so ein Faktor in Mass Effect. Man kann natürlich entweder gute oder böse Entscheidungen oder einfach neutrale Entscheidungen fällen. Ich wäre ganz gerne der gute Junge, weil ich das auch im Real Life bin. Ne, ist klar. Während ihrer gesamten militärischen Karriere haben sie sich immer an eine grundlegende Regel gehalten.
Der Auftrag muss erledigt werden. Man bezeichnet sie gemeinhin als kalt, berechnend und brutal. Sie sind bekannt für ihre rücksichtslose Effizienz, weshalb andere Soldaten sich vor ihnen in Acht nehmen. Aber wenn Versagen keine Option ist, kommt das Militär immer zuerst zu ihnen. Ja, das ist natürlich genau der Faktor Badass. Ne, Bad Boy. Also der skrupellose Typ, der einfach jeden abknallt. Auch so ein Ding, man kann in Mass Effect nämlich immer wieder Entscheidungen in den Zwischensequenzen treffen. Wodurch plötzlich einfach Charaktere sterben, die normalerweise eigentlich überlebt hätten. Ja, man kann in den Missionen immer wieder entscheiden, macht man halt skrupellos oder eben, naja, den glorreichen Helden. Und rettet alle. Ich finde die immer ganz interessant. Wir sind der einzige Überlebende. Auch da kann man noch dazu sagen, bevor ich es anklicke. Die Charaktere, mit denen man sich unterhält, die gehen auch immer wieder auf diese Vorgeschichte ein. Das heißt, je nachdem, was ich hier auswähle, reden die Spezialisierung bestätigen. Naja, jetzt habe ich doch drauf geklickt. Reden die anders mit einem. Das heißt, die sagen dann zum Beispiel, ja, was ist damals passiert? Ich bin ja jetzt der einzige Überlebende. Oder die sagen halt, ja, sie waren total skrupellos, sie haben ja damals alle getötet. Auch das nimmt alles immer Einfluss. So, jetzt machen wir hier eine Spezialisierung. Also wir wählen uns quasi eine Klasse, kann man sagen, aus. Spezialfähigkeiten gibt es nämlich auch, also quasi Spells, die man einsetzen kann. Je nachdem, welche Klasse man dann ist. So, Soldat. Soldaten sind perfekte... sind die perfekten Kampfspezialisten für die Frontlinien eines Feuergefechts. Soldaten erhalten verbesserte Gesundheit, können im Umgang mit allen Waffentypen ausgebildet werden, haben von Beginn an die Fähigkeit, mittelschwere Panzerung zu tragen und können sich darauf spezialisieren, schwere Panzerung zu tragen. Also, naja, Soldaten eben, ne? Techniker sind Mithilfe des holographischen Universalwerkzeugs können sie Sicherheitssysteme dechiffrieren, technische Ausrüstungsgegenstände reparieren oder modifizieren, gegnerische Waffen oder Schilder stören und das Squad heilen. Techniker können ausschließlich leichte Panzerung tragen und nur an Pistolen ausgebildet werden. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Also, die Klassenbeschreibung ist anders als in den anderen Teilen, wenn ich mich richtig erinnere. Dann bin ich mal gespannt. Experten sind Biotik-Spezialisten. Mithilfe aufwertbarer Implantate können sie biotische Kräfte einsetzen, um Objekte zu heben oder zu werfen, das Squad mit einem Schild zu schützen und Gegner auszuschalten oder zu vernichten. Experten können ausschließlich leichte Panzerung tragen und nur an Pistolen ausgebildet werden. Ich bin eh immer so ein Pistolenfreak, also ich weiß gerade noch nicht, was ich nehmen werde. Infiltratoren kombinieren Kampf- und Technikfähigkeiten miteinander und sind spezialisiert darauf, Gegner im Fernkampf zu töten oder auszuschalten. Infiltratoren werden im Umgang mit Universalwerkzeugen ausgebildet und konzentrieren sich mehr auf Dechiffrierungs- und Offensivfähigkeiten und weniger auf Heilung. Sie können Pistolen und Präzisionsgewehre und mittelschwere Panzerung einsetzen. Die finde ich immer ganz geil. Ich glaube, den habe ich damals auch gespielt. Wächter kombinieren Biotik- und Technikfähigkeiten miteinander. Üblicherweise verwenden sie biotische Fähigkeiten und fortgeschrittene Heiltalente, um Verbündete zu verteidigen, obwohl sie auch Gegner mit biotischen oder technischen Angriffen stören können. Sie sind effizienter im Einsatz von Technik und Biotik als alle anderen Klassen, was allerdings zulasten ihrer Kampffertigkeiten geht. Wächter können nur leichte Panzerung tragen und kein weiteres Waffentraining erhalten. Das heißt, sie können nichts benutzen? Keine Waffe? Das gab's wirklich, das ist wirklich in Teil 2 und 3 anders. Frontkämpfer sind biotische Krieger. Sie kombinieren ihre biotischen Fähigkeiten mit ihrem Waffentraining, um Gegner auszuschalten. Und sind besonders tödlich auf kurze Distanzen. Sie nutzen Pistolen und Schrotflinten und können sich auf die Verwendung mittelschwerer Panzerung spezialisieren. Ja, also die Shotgun-Nerds. Also wir nehmen jetzt mal den Infiltrator, den finde ich sehr geil. Ja, ich bin jetzt ja auch kein Scope-Freak, also kein Sniper, weiß ich was. Ich finde die einfach Identifikation cool. Bestätigen. Ah, jetzt können wir die Erscheinung ändern. Erscheinung ändern. Was ist das jetzt? Oh, da war gerade hier. Uhura, könnte man sagen. Gesichtsstruktur. Ah, okay. Ja, jetzt ist das Klassische wieder hier.
gucken, wie lange es diesmal dauert, bis ich meinen Charakter habe. In Rift ging es ja eigentlich recht schnell. Da hatte ich noch gesagt, dass ich da ziemlich lange brauche. Ich glaube, hier werde ich länger brauchen. Narbe? Nee, Narben brauchen wir nicht. Wir sind ja der Good Guy. Huch. Kopf. Nackenumfang. Ach komm. Nackenumfang. Was interessiert mich das? Gesichtsgröße. Wangenbreite. Was? Hagere Wangen? Ich finde, der hat so ein bisschen einen Affenkopf irgendwo. Den Mund. Sieht irgendwie merkwürdig. Nee, komm. Keine Segelohren. Kann man im Grunde alles so lassen hier. Sieht ein bisschen aus wie ein Opa. Das war Chinese gerade. Machen wir normal. Augenabstand, Braue, Irisfarbe. Da machen wir natürlich grün. Da, leuchtendes Grün. Kiefer. Wer es nicht weiß, ich habe grüne Augen. Deswegen mache ich eigentlich auch bei jedem meiner Charaktere immer grüne Augen. Das ist so der einzige Faktor, wo ich mich eigentlich immer mit identifizieren kann. Kinntiefe, meine Güte. Kann man den irgendwie drehen? Ja. Oh. Haare müsste ich mal ändern. Das sieht irgendwie merkwürdig aus. Guck mich doch mal an. Alter! Hilfe! Geht doch. Überspringe ich die anderen mal kurz. So, Bart. Was war das hier? Hulk Hogan, oder was? Oh Gott. Naja, das ist jetzt nicht so geil. Also, das habe ich schon bei den anderen Teilen gemerkt. Die Klassen... Erstellung ist jetzt nicht unbedingt die Stärke von Mass Effect. Liegt aber auch daran, dass diese Klassenerstellung natürlich in allen drei Teilen gleich ist. Also die hat sich nicht weiterentwickelt. Man kann da jetzt auch in Teil 3 irgendwie nicht andere Dinge auswählen, dadurch, dass man ja den Charakter importieren kann. Ja. Deswegen sind da auch wenig Entfaltungsmöglichkeiten. Und man hat halt nur diese beschränkten Möglichkeiten hier. Machen wir mal so. 3 Tage. Mein Gott, guck mich doch mal wieder an. Du. Ne, das sieht irgendwie komisch aus. Ha, nein. Was war denn das? Das sah merkwürdig aus. Ich glaube, so habe ich damals gespielt. Das sind alles natürlich so Militärfrisuren, logisch. Das ist natürlich so voll krass. Ne, komm, nehmen wir mal hier die. Die hier. Die ist ganz okay, finde ich. Haarfarbe. Ne, lassen wir mal mit schwarz. Schwarz ist schon okay. Das ist sogar tatsächlich genau der Charakter, mit dem ich damals gespielt habe. Er sieht wirklich haargenau genauso aus. Nase vielleicht noch ein bisschen anders. Nee, es sieht alles viel schlimmer aus. Nasentiefe, Nasen, mein Gott. Nee, lassen wir mal so. Guck mich gefälligst an. Mund, so. Den finde ich irgendwie ein bisschen affig. Ja, die erste Folge ist natürlich jetzt hier... Oh, was heißt die erste Folge? Ich werde es eh komplett durchgängig aufnehmen. Ausnahmsweise. Nicht so wie sonst. Normalerweise mache ich hier immer so 20 Minuten Folgen oder was. Diesmal werde ich es mal ganz aufnehmen. Und hinterher schneiden. Das wird dann auch Premiere. Das mache ich sonst eigentlich nur bei SimCity. Entweder den oder den. So ist er ganz okay. Die Augen finde ich gerade noch ein bisschen merkwürdig. Ja, ich mache ja gleich schon weiter, mein Gott.
Sie sieht immer so ein bisschen alt aus irgendwo. So machen wir es mal. So finde ich ihn ganz okay. So. Profilwiederherstellung beendet. Unsere Profilwiederherstellung. Also, der heißt jetzt Sheldon Shepard. Finde ich einen absolut geilen Namen. Also, ich muss mich schon selbst loben. Wir sind von der Erde und sind einziger Überlebender einer gescheiterten Mission und wir sind Infiltrator, sprich Scharfschütze, Schrägstrich Techniker. Und das nehmen wir jetzt mal an. Wenn Sie die Einstellung für diesen Charakter bestätigt haben, können Sie nicht mehr zu diesem Bildschirm zurückkehren und die Einstellung ändern. Logisch, wenn ich jetzt bestätige, dann ist es vorbei, wir können nichts mehr ändern. Identifikation bestätigt. So, Kampfschwierigkeit, wir spielen auf normal. Automatischer Stufenein, machen wir nur Squad, ja. Das ist, kriegen natürlich Level up, dann können wir die Fähigkeiten verbessern etc. Das will ich natürlich nur meinem Team zuschreiben, dann kann das ruhig automatisch geschehen. Ich selbst will es natürlich selber machen. Zielhilfe gering. Ja, gering. Squad-Fähigkeiten-Nutzung aktiv. Könnte ich ruhig machen. Untertitel habe ich mal angemacht. Damit ihr da ein bisschen mitlesen könnt und ich selbst auch. Autospeichern machen wir auch an. So, annehmen. Ladebildschirm. Was wissen wir über Shepard? Er wurde auf der Erde geboren. Über seine Familie gibt es keinen Eintrag. Er hat keine. Er ist quasi auf der Straße aufgewachsen. Er hat gelernt, auf sich selbst aufzupassen. Er musste mit ansehen, wie seine ganze Einheit auf Arkuse starb. Er könnte ein emotionales Trauma dabei erlitten haben. Fast alle Soldaten haben ein Trauma. Shepard ist ein Überlebenskämpfer. Wollen wir eine solche Person wirklich die Galaxie beschützen lassen? Nur solche Personen können überhaupt die Galaxie beschützen. Ich stimme dafür. Das Arcturus Prime Massenportal ist in Reichweite. Starte die Transmissionssequenz. Commander? Verbunden. Berechne Transitmasse und Ziel. Das Massenportal ist heiß. Zugriff auf Annäherungsvektor. Alle Stationen sichern für Transit. Grünes Licht, Annäherung eingeleitet. Portalkontakt in 3, 2, 1. Schubwerke, check. Navigationssystem, check. Interner Emissionsspeicher aktiviert. Alle Systeme online. Abweichung etwas weniger als 1500 Kilometer. 1500 ist in Ordnung. Ihr Captain wird zufrieden sein. Ich kann den Typen nicht ausstehen. Niles hat Ihnen ein Kompliment gemacht. Und Sie hassen ihn? Ich habe uns gerade einen Sprung über die halbe Galaxie machen lassen und dabei ein Ziel von der Größe eines Knopfes getroffen. Das ist nicht nur in Ordnung, sondern verdammt brillant. Außerdem bedeuten Spectres immer Ärger. Ich will ihn nicht an Bord haben. Nennen wir es Paranoia. Das ist Paranoia. Der Rat hat bei der Finanzierung dieses Projekts geholfen. Es ist ihr gutes Recht, jemanden abzustellen, der ihre Investition beurteilt. Das ist die offizielle Version. Aber nur Idioten glauben offizielle Versionen.
Sie gehen vom Schlimmsten aus. Berufsrisiko. Wir gehen nirgendwo hin, es sei denn, es gäbe einen guten Grund dafür. Joker, Statusbericht. Sind gerade am Massenportal vorbei, Captain. Die Tarnsysteme sind aktiviert. Alles in Ordnung. Gut. Dann finden Sie eine Kombarke und locken uns ins Netzwerk ein. Ich will, dass die Missionsberichte an die Allianz übermittelt werden, bevor wir Eden Prime erreichen. Jawohl, Captain. Nur zur Info, Sir. Niles scheint Sie heimsuchen zu wollen. Er ist schon hier, Lieutenant. Commander Shepard soll zu einem Briefing in den Kommunikationsraum kommen. Richten Sie das aus, jetzt. Alles klar, Commander? Ich bin unterwegs. Schon mal bemerkt, dass der Captain immer genervt wirkt? Nur wenn er mit Ihnen spricht, Joker. Und da sind wir auch schon im Spiel. Ja, wie man schon merkt, es wird ziemlich viel geredet. Ich werde da nicht allzu viel zu sagen haben immer. Hier ist er glücklicherweise. Ja, ist schon klar. WASD. Hier ist er glücklicherweise. Jetzt habe ich's. Alles vertont, das heißt, ich muss hier jetzt nicht mehr alles vorlesen, etc. Zwischendurch in den Gesprächen kann man wieder immer wieder diese Optionen poppen immer wieder auf. Also das, was unser Charakter sagt, entscheiden wir, / ich. Und ups, da habe ich gerade meine Waffe gezogen. Das wusste ich gar nicht. Wie kriege ich ihn jetzt wieder weg? Hilfe! Wie? Hä? Egal. Auf jeden Fall. Wo war ich denn jetzt? Gott, ich bin jetzt total perplex hier. Also wir haben zwischendurch in den Gesprächen immer wieder die Optionen, was denn unser Charakter überhaupt sagen soll dazu. Und da entscheidet sich natürlich dann auch immer, sind wir jetzt böse, sind wir gerade genervt, sind wir wütend, sind wir gut, reden wir auf die Leute ein oder schnauzen wir die an oder wie auch immer. Weil wie wir gehört haben, sind wir ja Commander Shepard. Und witzigerweise sehe ich gerade, wir haben keine Fenster. Ah doch, da hinten. Naja, die Grafik ist jetzt noch nicht wirklich, wie gesagt, nicht sehr geil, aber das Spiel ist eben schon von 2008. Wird in den anderen Teilen auf jeden Fall viel, viel besser werden. Ich glaube, der Rest erklärt sich, glaube ich, später von selbst. Wir reden jetzt gerade erstmal nochmal mit ihm hier. Mit dem können wir nämlich noch reden. Der Captain wartet im Kommunikationsraum auf Sie, Commander. Alles klar, okay, mit ihm können wir nicht mehr reden. Wir sind auf seinem Schiff, die Normandy. Absolut geiles Teil. Ich bin auf Eden Prime aufgewachsen, Doc. Das ist kein Ort, den Spectres besuchen. Wer redet? Es gibt etwas bei dieser Mission, das Niles uns nicht sagen will. Ich glaube eher da. Egal. Huch. Ich muss mich an die Steuerung hier noch ein bisschen gewöhnen. Glückwunsch, Commander. Das scheint eine ruhige Aktion gewesen zu sein. Werden Sie jetzt unten den Captain treffen? Ich bin gerade auf dem Weg, um ihm einen Statusbericht zu geben. Bei allem Respekt, Sir. Vielleicht wird er Ihnen ja dann endlich verraten, was wir hier eigentlich machen. Glauben Sie, dass die Allianz uns etwas vorenthält? Wenn wir einfach nur unser IES-Tarnsystem testen sollen, wieso hat dann Captain Anderson das Kommando? Und die Anwesenheit von Niles ist auch merkwürdig. Die Spectres sind Elite-Einheiten, Top-Undercover-Agenten. Warum sollten sie einen turianischen Spectre auf einen Testflug schicken? Das scheint keinen Sinn zu ergeben. Ich werde den Captain danach fragen, wenn ich ihn sehe. Viel Glück, Commander. Ja, auch hier habe ich immer die Schwierigkeiten, überhaupt rauszufinden, was jetzt gut ist, was jetzt schlecht ist. Weil ich gerade gemerkt habe, dass das wirklich sehr vage formuliert ist, was da steht. Auch das ist in den anderen Teilen ein bisschen anders. Aber auch, ich habe immer Rechtsgesprächoptionen und Linksgesprächoptionen. Und die linken Gesprächsoptionen, das sind immer so optionale, kann man sagen. Also ein bisschen Smalltalk oder wie auch immer. Und rechts sind dann eben Sachen, die eigentlich wirklich wichtig sind. Oder eben auf Wiedersehen oder wie auch immer. Das ist Corporal Jenkins. Naja, alles Leute, die ich nicht kenne. Was meinen Sie, Commander? Wir werden nicht lange auf Eden Prime bleiben, oder? Ich bin bereit für ein bisschen Action. Ich hoffe, das meinen Sie nicht ernst, Corporal. Action heißt meistens, dass ich einige Crewmitglieder auf der Krankenstation zusammenflicken muss. Nur Dummköpfe freuen sich auf Kämpfe, Corporal.
Tut mir leid, Commander, aber dieses Warten macht mich nervös. Ich war noch nie auf einer solchen Mission, nicht mit einem Spectre an Bord. Der Captain wartet auf mich. Auf Wiedersehen, Commander. Ja, auf Wiedersehen. Ich habe jetzt gerade keinen Bock, mit den Typen hier alle zu reden. Der Captain will uns ja schließlich sehen. Ach, hier ist der Spectre. Nilus. Commander Shepard, ich hoffte, Sie hier allein zu treffen. So können wir ungestört sprechen. Worum geht es? Ich habe ein besonderes Interesse an der vor uns liegenden Welt, Eden Prime. Es soll sehr schön dort sein. Man hält es sogar für ein Paradies. Ja, ein Paradies. Friedlich, ruhig, sicher. Eden Prime ist für Ihr Volk eine Art Symbol geworden, oder? Der Beweis, dass die Menschheit in der Lage ist, Kolonien in der ganzen Galaxie zu gründen und zu schützen. Aber wie sicher ist es dort wirklich? Versuchen Sie mich einzuschüchtern, Spectre. Ihre Leute gelten immer noch als Neuankömmlinge, Shepard. Die Galaxie kann ein sehr gefährlicher Ort sein. Ist die Allianz wirklich bereit dafür? Wir sollten dem Commander jetzt erzählen, was wirklich vor sich geht. Diese Mission wird alles andere als ein Testflug. Das habe ich mir auch schon zusammengereimt. Wir werden eine geheime Bergungsoperation auf Eden Prime durchführen. Dafür brauchen wir funktionstüchtige Tarnsysteme. Es wird sicherlich einen Grund geben, warum Sie mir nichts davon erzählt haben, Sir. Das kommt von ganz oben, Commander. Es sollten nicht mehr Informationen als unbedingt notwendig bekannt werden. Ein Forschungsteam hat bei Ausgrabungen auf Eden Prime eine Art Sender entdeckt. Einen proteanischen Sender. Ich dachte, die Proteaner wären vor 50.000 Jahren verschwunden. Ja, aber ihr Erbe ist noch da. Die Massenportale, die Zitadelle, das alles basiert auf proteanischer Technologie. Das ist eine bedeutende Sache, Shepard. Das letzte Mal, als die Menschheit etwas Ähnliches entdeckte, machte die Technologie einen Entwicklungssprung von 200 Jahren. Auf Eden Prime gibt es keine Möglichkeit, mit so einer Sache fertig zu werden. Der Sender muss für weitere Untersuchungen zur Zitadelle gebracht werden. Hier geht es offensichtlich um mehr als die Interessen der Menschen, Commander. Diese Entdeckung könnte alle Völker im Ratssektor betreffen. Müssen wir mit Problemen rechnen? Mit Problemen muss man immer rechnen. Da ist noch etwas, Shepard. Niles ist nicht nur wegen des Senders hier. Er soll sie auch beurteilen. Seit wann müssen wir uns vor den Spectres verantworten? Sie sind klug genug, um zu wissen, wie die Dinge laufen, Commander. Die Allianz ist schon eine ganze Weile damit beschäftigt. Die Menschen wollen eine größere Rolle in der interstellaren Politik spielen. Wir wollen mehr Macht im Zitadellrat. Die Spectres repräsentieren die Macht und Autorität des Rates. Wenn sie einen Menschen aufnehmen, sagt das viel über den Fortschritt der Allianz aus. Nicht viele, die auf Akuse dabei waren, haben überlebt. Sie haben einen unglaublichen Überlebenswillen gezeigt. Ein sehr praktisches Talent. Darum habe ich sie in die Kandidatenliste für die Spectres eingetragen. Warum sollte ein Turianer wollen, dass ein Mensch zum Spectre ernannt wird? Nicht alle Turianer haben Ressentiments gegenüber den Menschen. Einige von uns sehen sogar das Potenzial ihres Volkes. Wir sehen, was sie der Galaxie bieten können und den Spectres. Wir sind eine Elite-Truppe. Es gibt nicht viele, die ausreichend Fähigkeiten für unsere Ansprüche haben. Es ist mir egal, dass Sie ein Mensch sind, Shepard. Was zählt, ist, dass Sie für den Job qualifiziert sind. Es wäre eine gute Sache für die Allianz. Es ist eine Chance für die Erde, Shepard. Wir verlassen uns auf Sie. Ich muss mir ein eigenes Bild Ihrer Fähigkeiten machen, Commander. Eden Prime wird die erste Station einer Reihe von Missionen sein. Sie übernehmen das Kommando über das Bodenteam. Sichern Sie den Sender und bringen Sie ihn unverzüglich zurück zum Schiff. Niles wird Sie begleiten und die Mission beobachten. Erwarte Ihre Befehle, Captain. Wir sind bald in... Captain, wir haben ein Problem! Was ist los, Joker? Eine Übertragung von Eden Prime. Das sollten Sie sich ansehen. Bringen Sie es auf den Bildschirm. Runter jetzt!
angegriffen. Erleiden schwere Verluste. Verschiedene Punkte. Danach bricht es ab. Keine Kommunikation mehr. Nichts. Zurück und bei 38,5 halten. Statusbericht. Noch 17 Minuten, Captain. Keine anderen Schiffe der Allianz in diesem Sektor. Bringen Sie uns runter, Joker. Schnell und leise. Diese Mission ist um einiges komplizierter geworden. Ein kleines Einsatzteam kann sich schnell und unerkannt bewegen. Das ist die beste Möglichkeit, den Sender zu bergen. Holen Sie Ihre Ausrüstung. Wir treffen uns im Frachtraum. Lassen Sie Alenko und Jenkins sich fertig machen, Commander. Sie gehen runter.